Klarkommen auf 6,4 Quadratmetern, das will Sarah Lenz in den nächsten 48 Stunden versuchen. Einweisung durch eine Mitarbeiterin des Studentendorfs. Dein Bett? Ja. Ja. Und da, das ist hier ein Tisch. So, wenn du von oben da, du kannst auf dem Bett dich hinsetzen. Ja. Sarah hat sich freiwillig für ein Experiment des Studentendorfs Schlachtensee im Südwesten Berlins gemeldet. Abwechselnd testen Studierende einen Monat lang Wohnen auf engstem Raum. Die Betreiber wollen herausfinden, ob die sogenannten Tiny Houses eine Alternative zum herkömmlichen Wohnheim sein könnten. Der erste Eindruck: ausreichend. Man hat ein Bad, man hat eine Küche, man hat ein Sofa und man hat ein Bett. Und mehr habe ich eigentlich in meiner Wohnung auch nicht. Der einzige Unterschied ist halt wirklich, dass man in einer normalen Wohnung noch viel mehr Freifläche hat. Und ich bin jetzt mal mega gespannt zu sehen, ob das irgendwie innerhalb von ein paar Tagen so beengt ist, das Gefühl, oder ob das auch einfach so eher das Gefühl ist, das reicht doch, wenn das alles ein bisschen komprimierter ist. Noch kann sich Sarah eine Einzimmerwohnung leisten. Steigt die Miete aber weiter, muss sie sich nach neuen Möglichkeiten umschauen. Etwa 100 Euro Kaltmiete könnte die Kompaktwohnung kosten. Zum Vergleich: ein Zimmer in diesem Wohnheim nebenan ist mittlerweile nicht unter 370 Euro zu haben. In den vergangenen Jahren wurden in Berlin kaum Wohnheime gebaut. Es fehlen tausende Plätze. Deshalb die Tests mit den Tiny Houses und deren unkonventionellen Methoden. Und da steckt man dann die Füße durch und hat hier seine Töpfe und Pfannen. Sarah dreht für uns ihren Alltag. Doch nicht immer läuft alles rund. Es ist sehr hellhörig. Das heißt, man hört sowohl die Leute, die draußen vorbeigehen, wenn sie reden oder so, als auch jetzt natürlich den Regen, der hier aufs Dach prasselt. Und manchmal führt der wenige Platz auch zu Schwierigkeiten. Nach 2 Tagen ist das Experiment vorbei. Ich denke, so ein Jahr könnte ich das durchaus mal machen. Man braucht aber irgendwo eine Infrastruktur, wo man angebunden ist. Im Studentendorf Schlachtensee überlegt man schon, wie Wohnheime in Zukunft aussehen könnten. Eine Idee ist, die Tiny Houses aufeinander zu stapeln. Im März treffen sich die Probebewohner zu einem Workshop. Sollte die Mehrheit ähnlich denken wie Sarah, könnte es in Schlachtensee vielleicht bald dauerhaft derartige Mikrowohnungen geben.